Eduard, ohne Stinkefinger. Bitte ganz normal die Leute begrüßen, okay? Okay, das ist neu. Hört ihr das? Jawohl, Peter ist da! Willkommen zum zweiten Teil von Kompakt. In diesem Teil werden die Räder ummontiert und auch das Differential geschweißt. Denn das ist die Basis für unser Driftprojekt. Ist das Aufkleber oder was? Ja, DBS-Teil. Nice, BBS-Felgen für 10 Euro. Mega. Kfz-Meister, Seminar, Besprechung. Ja. Und dann müssen wir den Rotor nehmen. Dann können wir die erst den Deckel abmachen. Das ist eigentlich die einfachste Methode. Ich meine, du kommst ja eigentlich gut dran. Ja, das weiß ich. Ja, aber nicht, dass es nach der Tür kein Ding freischalten will. Nur vorne, ne? Wie bei ATU. Können ja abstimmen, Felgen lackieren oder nicht? Wir können auch abstimmen, Felgen festschrauben oder nicht? Nein, nein, so. Ja, so ist gut? Ja. Okay. Weil dann hast du dynamischen Sturz, weißt du, wenn du dann fährst. Sehr gut. Der passt sich dann immer an, genau. Verstehe. Das ist viel besser als der hoch wie ein Bus. Hoch wie Bus. Ohne Scheiß, hoch wie Bus. Der setzt sich noch gleich. Ja, ja. 10 cm nach unten. Nach oben. Hast du Camper abends nach innen verbaut oder was? Er setzt sich noch nach oben. Kleiner Zwischenstopp, denn ich möchte etwas loswerden. Und zwar, wir haben unseren ersten Sponsor für das Projekt, KS Autoaufbereitungsstudio, haben uns etwas zur Verfügung gestellt. Und hier ist diese riesige, schwierige Box, die ich mit euch gemeinsam jetzt aufmachen möchte. Ich habe extra ein paar Tage gewartet, bis es soweit ist. Und es ist endlich soweit. Ja, das sind Pflegeprodukte für das Fahrzeug, so wie ich das verstanden habe, aus unserem Telefonat bzw. unserem E-Mail-Kontakt. Und jetzt mache ich die Verpackung einfach mal auf mit euch. Das ist sozusagen ein Unboxing. So, ein bisschen hier noch alles verklebt. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, Leute, denn diesen Moment wollte ich gemeinsam mit euch erleben. Die Verpackung ist einfach nur riesig und sauschwer. Okay. Du kommst jetzt am besten ein bisschen nach vorne und dann schauen wir gemeinsam rein. Ich hoffe, da ist kein Mr. Henke oder so. Okay, komm her und wir legen los. Jetzt machen wir gemeinsam mit euch diesen tollen Deckel hier auf und schauen, was da drin ist. Also ich mache es immer so langsam aufzumachen. Und da ist ein Lappen drin. Oh, kein Lappen, mein Gott. Das ist ein Mikrofaser-Mega-Nano-Technologie-Tuch. Das ist das, was mir sofort auffällt. Da ist sogar ein Briefchen, ein Liebesbriefchen da. So, beste Grüße aus Bamberg. Viel Spaß damit. Erik, danke dir. Jo. Oh mein Gott. Auch noch Kochchemie. Und auch noch Orange hier. Orange Baby. Orange Baby, das ist wahrscheinlich für Gesichtspflege. Und wir haben hier jede Menge Kochchemie-Produkte. Manche Sachen habe ich sogar doppelt jetzt, dank Wrapping International, ihr wisst ja, aus dem anderen Projekt. Die wollen uns bei dem neuen Projekt ebenfalls unterstützen. Und genau im dritten Teil, also in der nächsten Folge, werden wir gemeinsam mit Wrapping International einige Produkte zum Weihnachten gerade so verlosen. Deswegen verpasst es nicht, im nächsten Teil gibt es was Gutes zu gewinnen. Und diese Sachen ebenfalls, wie gesagt, KS automobilpflege.de, den Link dazu lasse ich auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, denn manche Produkte haben wir ja schon getestet und die sind geil. Wir haben hier noch einen Felgenreiniger, so wie es aussieht.
Reactive Wheel Cleaner werden wir auf jeden Fall beim unserem Drift-Projekt testen. Hier Scheibenenteiser, im Winter ganz, ganz wichtig. Oh Mann, ich will jetzt, es ist richtig dunkel jetzt draußen. Und ich will draußen zum Auto laufen und einige Sachen hier ausprobieren. Plaststar haben wir ebenfalls schon von Rap International bekommen, deswegen werden wir das auch noch verschenken. Hartwachs BMP. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Koch Allround Quick Shine. Hier, guckt euch diese ganzen tollen Produkte an. Ah, ihr seht ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Sorry, wenn ich zu viel rede. Auf jeden Fall Koch Chemie Fresh Cockpit Care. Ich glaube, das haben wir auch noch. Das heißt, diese ganzen Sachen, die wir schon doppelt haben, die könnt ihr gewinnen. Im nächsten Teil am besten, ja. In diesem Teil werden wir was anderes machen. RRR, Reactive Rust Remover. Rust Remover, ich vermute, dass das irgendwie ein Rostentferner ist. Und Rostentferner können wir bei Time to Drive immer gebrauchen. Ja, das war's. Und da sind, wie ihr sehen könnt, jede Menge Produkte hier, die wir testen und eventuell auch verlosen werden. Genauso wie die Produkte von Rapping International. Das ist ein bisschen andere Geschichte. Wir haben da was Besonderes zum ersten Advent für euch vorbereitet. Und wie ihr schon mitbekommen habt, wir haben das Differential geschweißt. Und es ist die Zeit gekommen, meine ersten Driftversuche euch jetzt anzuschauen. Euch jetzt anzuschauen? Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt meine ersten Driftversuche. Let's go! Los jetzt! Guck mal, zerfällt das Profil gerade ab. Ja, ich weiß, meine Drifts waren ganz, ganz billig und sehr einfach. Aber es gibt viel wichtige Sachen zu besprechen. Und zwar, ungefähr in 4 Stunden machen wir uns auf den Weg zu Essen Motor Show. Ja, wir werden am Preview-Tag, voraussichtlich ganzen Tag, ganzen Freitag, werden wir bei Essen Motor Show sein. Deswegen, wenn du nichts zu tun hast, wenn du arbeitslos bist, nicht studierst und auch nicht zur Schule gehst, komm doch einfach vorbei und lass uns gemeinsam dort schön die Zeit verbringen. Ansonsten möchte ich mich nochmal bei euch bedanken fürs Zuschauen, für eure Vorschläge, Compi 2, Mompi und so weiter. Deswegen müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir unseren Kompakt nennen. Danke fürs Zuschauen jetzt und eventuell bis morgen, bis heute. Wir sehen uns bei Essen Motor Show.